Challenger V114S, 52.900 Euro. Ist das ein gebrauchtes Fahrzeug? Nein, das ist ein Neuwagen. Wir haben gerade unglaubliche Frühlingsaktionen laufen auf unsere Startmodelle bei den Kastenwagen. Hier siehst du den Listenpreis, wie der hier ausgestellt wäre, ca. 60.000 Euro. Wir haben gerade über 7.000 Euro Nachlass sogar. Den kriegst du für 52.900. Und schnell entschlossene können sich noch bis Ende Juni sogar eine Anmeldungsprämie von 600 Euro abholen, wenn sie ihr Fahrzeug bis dahin angemeldet haben. Und du hast doch noch so ein besonderes Angebot, richtig? Ja, unser Wohnmobil 1 Angebot sieht so aus. Jeder, der sich einen der Kastenwagen sichert dieses Jahr, unabhängig von der Frühlingsaktion, kann für 190 Euro eine komplette Anhängerkupplung von uns dazu montiert bekommen. Also die Kupplung inklusive Montage 190 Euro? Inklusive Montage, inklusive E-Satz und inklusive Nachzählen nach den ersten 1000 Kilometern an den Schrauben und Muttern. Aber nur, wenn er sagt, Living to Go Code. Ja. Ansonsten liegen wir wieder am Normalpreis von ca. einem Tausender. Okay. Ja, da guck mal, das ist doch mal ein gutes Angebot. So. Ja, ansonsten schön weiß, schönes Dekor oben, finde ich, mit dem Schwarz-Weiß. Ich mache das hier nochmal zu, dass wir die Seitenfront schön erkennen können. Ja, hast du da oben. Das ist die topografische Karte von der Region, wo die Challenger produziert werden. Ah. Haben wir auch auf den großen Teil integrierten. Hier bei dem Startmodell haben wir das Connect-Paket mit drin, das heißt Pioneer-Navigationssystem mit Rückfahrkamera. In der Frühlingsaktion liegt die Navigationssoftware mit bei, wir haben das Zubehörpaket dabei, sprich Markise, 120 Watt Solaranlage, LED-Außenbeleuchtung hier vorne, elektrische Trittstufe, Fliegengittertüre an der Schiebetüre. Oh, die läuft aber schön. Schön leicht. Ja, dafür sorgen wir. Ja. So, ja, aber ich finde manchmal so ein Gehakel, deshalb fällt mir das gerade so auf. Wenn du hier einmal auf den Boden drauf fällst, das ist die neue Designrichtung, die wir auch in den Etappenmodellen drin haben, bei den großen Teil integrierten. Mhm. Ich als eigentlich nicht Holzfan im Wohnmobil muss ganz ehrlich sagen, dass mir der Boden ganz besonders gut gefällt. Wir haben hier in der Startgeneration natürlich auch durch den attraktiven Preisvorteil eine etwas schlichtere Formensprache als in den Sportmodellen. Die werden wir euch demnächst auch vorstellen. Die grauen mit Automatik und einer Riesenausstattung dabei. Aber für jemanden, der so einen Kastenwagen tatsächlich auch mal ein bisschen preisbewusster einkaufen will, lohnt es sich noch diesen Monat reinzukommen, weil die Frühlingsaktion natürlich Ende Mai auch mal auslaufen wird wieder. Ja, aber ich meine, für das Geld, nagelneues Fahrzeug. Wir haben eben spaßeshalber mal gesucht nach einem leeren Bus, weil du suchst ja noch einen Familienbus sozusagen. Genau. Und hier kriegst du voll aufs, also für den gleichen Preis eigentlich. Eigentlich sogar günstiger, weil wenn du gerade mitgeguckt hast, das, was ich favorisiert habe, bleibt ja schon in der Richtung 60 und mehr. Richtig. Und hier habt ihr das Bett mit dabei, die Solaranlage, die Markise, eure Küche, eure Dusche, euren Kühlschrank für 53. Entschuldigung, das ist ja fast schon geklaut. Ja, also schauen wir mal hier. Schöner Tisch, massiv, also nicht so ein Billigkram. Natürlich wieder hin und her verschiebbar, wenn ihr angekommen seid. Wir haben ja auch wieder einen Schwenkbereich. Mhm. Wir können den Tisch natürlich auch wieder draußen anbringen, dass ihr unter der Markise frühstücken könnt, ohne den Campingtisch irgendwie aus der Garage rauszuholen. Vier Leute können problemlos fahren. Wir haben hier im Zubehörpaket liegt immer das Umbauset für die Sitzgruppe vorne. Daraus ergibt es nochmal ein kleines Bett für Jugendliche. Ja. Für einen Erwachsenen wäre es zu klein, sind wir mal ganz ehrlich. Also was mir gerade auffällt, ist, dass der Platz hier sehr groß ist für einen 45er. Ja, so, und jetzt, wenn das Polster richtig sitzt. Wie kommt das? Macht der Tisch natürlich viel aus. Ja, aber der ist nicht besonders schmal. Nee, und der Rest wird hier umgesetzt. Also kommt mir sehr groß vor. Der ist einfach gut umgesetzt. Ich denke, das liegt daran, dass die 114er, die kleinen Fahrzeuge 45 verfeinern, weil immer mehr Kastenwagenkäufer weg von den 6,36 Meter kommen und sagen, wenn schon Kastenwagen, dann kompakter Kastenwagen. Also ich finde ja auch, man kauft sich einen 6,36er oder einen 45er. Der 6 Meter macht irgendwie nicht so einen richtigen Sinn, weil der 6,36 hat halt die Längsbetten, was für Pärchen, finde ich, sehr, sehr vorteilhaft sind. Mhm. Und
Und das ist ein alterstaugliches Fahrzeug, ne, 45. Du weißt, ich liebe die 45er. Da bin ich bei dir. Der 6 Meter wird oft gekauft gerne, weil die Leute sagen, das ist das alltagstauglichere Fahrzeug. Stimmt eigentlich nicht, ne? Selbst mein Ford Bus mit 5 Meter, das hatte ich gehabt, 20 oder 15. Selbst mit dem stehst du schon auf einem Halli-Parkplatz, auf einem normalen Parkplatz drüber, hinten drüber. Also entweder 45er, wenn es wirklich kompakt sein soll, ja, oder rüber in den 636er. Was nicht heißt, dass wir keine 6-Meter-Fahrzeuge im Bestand haben. Nein, nein, doch, ganz persönliche Anmerkung, bitte nicht ja falsch verstehen. Ne? So, da haben da hat jeder seinen eigenen Fimmel, ja, und dann soll er auch nachgehen. Was ich super finde, ist, dass ihr wieder zurückgekommen seid zu diesem Staufach hier. Das ist tatsächlich eine verzwickte Geschichte. Ne? Die Sportmodelle haben dort den Freiraum. Ja, ich ja auch. Finde ich doof. Weil hier kriege ich ja 3 Jacken rein. Ne? Ja. Oder anderes sperrige Kram. Ne? Also das vermisse ich total. Wenn es da einen Nachrüstsatz gäbe, würde ich sofort kaufen. Da wäre mal eine Lücke. Ne? Ja. Ich bin tatsächlich auch eher Fan davon. Ich kann die Klientel verstehen, die den Freiraum da oben haben möchte. Ja, wenn die da mit dem Stauraum hinkommen, super. Ja, das ist Marketing. Das ist auch viel schöner. Gar keine Frage, weil man hat mehr Raumgefühl. Aber praktisch ist anders. Praktisch ist das ja. Genau. Ja. Manchmal sind die einfachen Sachen die besseren Sachen. Ja. Wenn wir schon bei praktisch sind. Entschuldigung, ja, du. Würde ich noch mal gerne kurz den Kühlschrank zeigen. Ja, dann muss ich wieder rausgehen. Moment. So, da haben wir wieder den Dometic. Absorber. Entschuldigung, Kompressor. Kompressor. Der nur auf Strom läuft. Wenn wir in der Küche sind, können wir den von dort bedienen. Und wenn ihr draußen seid, könnt ihr euer Bier einfach von draußen rausholen. Genau, das ist ja mein Kühlschrank, den ich ja auch habe in meinem. Und praktisch, alles gut. Was ich übrigens auch gut finde bei Dometic, ist diese Kleinigkeit hier, die Flasche nicht immer so hin und her fallen lässt. Klappern. Das ist halt wieder so die praktische Seite. Haben nämlich viele Kühlschränke tatsächlich nicht, ne? Ja, ja. Im Zubehörprogramm sehr oft. Ja, aber nicht in der Serienauslieferung. Für viel, viel Geld. Ne? Ja, schöner Herd. Kein Kochfeld, 2 Flammen, reicht vollkommen aus. Ein 3 Flammenfeld wäre hier zu viel. Aber auch schöne Scharniere hier. Ne? Die Knöpfe sind schön. Piezozünder oder? Ja, natürlich. Okay. Piezozündung, das sollte auch heutzutage Standard sein. Dann habt ihr Waschbecken. Bei vernünftigen Wasserhahn, ja, kein Plastikmess, wie oft verbaut, ne? Ja, auch mit einem schönen runden, also so dass du auch in die Mitte kommst, ne? Mit dem Wasserausfluss. Dann zeigen wir euch nochmal die Küchenschubladen. Ja. 1, 2 und 3. Ja. Das, was ihr hier seht, ist der Duschvorhang. Wer in dem Kastenwagen duschen will, braucht ihr definitiv einen Vorhang, damit er nachher nicht so viel abzuwischen, abzutrocknen hat. So, 230 Volt Steckdosen, Lichtschalter haben wir hier überall verteilt. Aber den Schrank zeigst du uns noch. Den habe ich vergessen, entschuldige. Ja, genau. Hier haben wir nochmal ein bisschen Stauraum, um Sachen abzulegen. Also hier fehlt natürlich ein Brett, muss man sich noch reinmachen. Tatsächlich wird das eine sehr schöne Ergänzung. Ne? Ja. Oder du machst deine Töpfe, fahren alles andere in die Schubladen und nimmst dir deine langen Gefäße, die hier oben Platz finden. Nee. Aber da muss jeder für sich seinen Weg finden. Aber entschuldige mal, im Bauhaus für, weiß ich nicht, 6 Euro kriegst du ein weißes laminiertes Brett. So habe ich es zumindest gelöst. So, gehen wir weiter. Gewürzfächer. Ah ja. Ach so, verstehe. Die Schubladen sind so breit. Ich habe mich gerade gewundert, weil der Apothekerschrank fehlt. Genau. Ja, genau. Da musste aber, diesen Preis kann ja keiner herzaubern. Ne? Das heißt, wir gehen hier und da Kompromisse ein, mit denen man gut leben kann. Ja. Und selbst jemand wie du, der in so einem 114S ja im Grunde lebt, dir ist gar nicht aufgefallen am Anfang, dass da was fehlt. Ja, also der Apothekerschrank ist ja auch tatsächlich sehr umstritten. Also ich finde den toll, aber ich sag mal, 8 von 10 finden den doof. Also von daher haben die Challenger-Firma vielleicht so ein bisschen auf die Leute auch gehört. Ich glaube, das wird auch der nächste große Trend. Ich merke gerade so in diesen Segmenten, wo die Leute nicht wochenlang auf dem Campingplatz stehen, dass es wieder so ein bisschen back to the roots geht, ne? So ein bisschen bodenständiger. Mhm. Es muss nicht mehr jede Vielefanz rein und dran. Ja. Das Ding muss seinen Zweck erfüllen, das Ding muss funktionieren. Meine Schiene eigentlich. So. Badezimmer. Ja, da haben wir das Badezimmer.
Hübsch hässlich. Set WC natürlich wieder. Hübsch hässlich. Wer glaubt, in so einem kleinen Badezimmer kann man nicht vernünftig duschen, der sei eines Besseren belehrt. Ich dusche da jeden Tag drin. Mhm. Aber es gibt hier eine riesen Erneuerung. Das kann ich übrigens bestätigen, dass Ralf regelmäßig duscht, sonst würde ich es gar nicht mit ihm hier in dem Kastenwagen aushalten. Das darf ich ja hier nicht. Ich bin aber noch nicht fertig hier. Mach mal deine Beine weg hier. Ich gehe einmal kurz davor. Oder so. So, ich mache Platz für euch. Oh Gott, bist du dick. Also es gibt zwei Änderungen, die ich gut finde. Der Griff hier, der ist sehr schön schmal an der Türrand, der geht also nicht so weit raus. Mhm. Und was richtig klasse ist, die Duscharmatur ist hier. Normalerweise war die nämlich immer hier verbaut, im Klappverschbecken. Ach, da ist auch noch eine. Ah, noch besser. So, und ist ja so, wenn ihr jetzt hier einen Duschvorhang habt, da kommt er ja nicht mehr an die Mischbatterie dran. Und duschen würde man natürlich mit zugeklappten Waschbecken. Ja, und da habt ihr jetzt hier die Dusche. Ist natürlich viel, viel besser. Viel besser. Challenger, habt ihr gut gemacht. Ja, Toilette wird nass. Bei mir ist das egal. Ich nutze das immer. Ich lasse sogar schon mal die Toilettendeckel auf. Weil, ja, dann mache ich alles trocken und ist auch gleich wieder alles sauber. Jetzt bist du wieder dran. So. Einen Moment. Ja, das ist dann halt ein Kastenwagen, ne, mit beengten Platzverhältnissen. Den muss man sich schon gerne haben. Da haben wir uns ja. So. Hier habe ich nochmal die anderen Schränke aufgemacht. Das hier ist sind übrigens auch größer geworden. Ja, noch ein nettes Gimmick. Genau, da kann man einen Kleiderschrank machen. Ne? Genau, wir haben da oben nämlich unseren Kleiderbügel. Da kann man auch mal längere Sachen runterhängen lassen. Wenn man auf einem Business-Trip ist oder so. Wer sich fragt, wofür die Kabel sind, das ist die TV-Vorbereitung. Also hier ist vorgesehen, dass die Dachdurchführung und das Steuergerät hier rüberkommen. Mhm. Wird da angeschlossen, haben wir Strom, D+, das Koaxialkabel. Oh ja. Und dann haben wir vorne an der Sitzgruppe die Übergabestelle. So, dann baue ich mal so einen Kleiderschrank wieder zurück. So, und dann würde ich sagen, gehen wir mal nach außen von der Heckklappe dran. Mhm. Machen wir. Oder erstmal auf das Auto. Ach, gerne. Rutschen wir wieder vorne durch zum Fiat Ducato. Ja, mit dem Fiat Ducato der neuesten Generation. Natürlich beide Sitze drehbar. Das sind die Original Ducato Sitze, die in der Höhe, in der Neigung etc. verstellbar sind. Wir haben hier den 140 PS Motor. Immer noch einer der am meisten verkauften, wenn nicht sogar der Primus eigentlich. Ich finde den super. Bei Wohnmobilen. Die Fiat hat mittlerweile immer das Multifunktionslenkrad mit der Fernbedienung, auch die Ausformung und die Ausbuchtung. Das ist mittlerweile optisch ein bisschen ansprechender gemacht, dem PKW ähnlich nachgezogen. Spracheingabe beherrscht er natürlich. Hm. Im Zubehörpaket haben wir hier auch unser Verdunklungssystem. Oh ja. Wird natürlich total klasse, dass die Plisses von unten nach oben kommen und nicht von rechts nach links. Ja, also wenn ich am Meer stehe, ne, ganz genau. So schön in Sandfurt, dann habe ich das gerne immer, das Plissé nur zur Hälfte hochgezogen, weil ich rausschauen kann, genau. Aber keiner kann reinschauen. Ja, ist perfekt. Und dann willst du nicht wissen, wie ich im Wohnmobil rumlaufe. Meinst du, da guckt sowieso keiner. Na, mit dem Fiat Ducato haben wir nur beim letzten Facelift, wie am Armaturenbrett, leichte Änderungen bekommen. Die Lüftungsauslassgitter sind anders. Hier oben der Bereich wurde umdesignt. Der Getränkehalter sieht ein bisschen anders aus. Hier unten die Getränkehalter, die Ablage, die gab es schon vorher, optional oder bei anderen serienmäßig. Die Schalter haben sich leicht geändert. Das finde ich schön bei Fiat. Seit 2007 wurde der Fiat Ducato wirklich immer nur von der Optik her immer ganz leicht und ganz dezent verbessert, aufgefrischt, wodurch alle Fahrzeuge eine relativ hohe Wertstabilität bekommen über die Jahrzehnte. Mhm. Mittlerweile 2006 kam mal der erste raus, wir sind in 24, der macht fast seine 20 Jahre voll langsam. Ja, stimmt, was du sagst, wenn da so große Änderungen sind, dann haben die alten immer keine Chance wiederverkaufen. Ja, 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 ist dann ja. Auch schwierig für den Käufer, ja. Wenn auf dem Hof gerade einer steht, altes Modell, ja, saugutes genau. Angebot preislich.
Und das nächste, das neue Modelljahrgang, der neue Modelljahrgang steht daneben. Ja, wofür entscheidest du dich jetzt? Ja. Ein bisschen mehr ausgeben für den neuen oder den alten? Meine persönliche Meinung jetzt wäre tatsächlich immer das neue Modell zu nehmen. Beim Kauf 1.000, 2.000 Euro sparen sind manchmal wichtig. Das neue Modell beim Wiederverkauf, also die Preisersparnis, die holt einen beim Wiederverkauf wieder ein, denke ich. Am Heck angelangt und das Wichtigste ist ja, glaube ich, der Aufkleber hier, ne? Hier oben seht ihr die nachgerüstete Kamera in der dritten Bremsleuchte drin. Wir haben natürlich an den Türen wieder Fliegenschutz, Moskitoschutzrollos und Verdunklungsrollos. Ja. Die Fenster sind natürlich zu öffnen, nur nicht während der Fahrt. So, hier werden die arretiert. Wobei tatsächlich für mich das allerwichtigste Fenster ist tatsächlich das hier. Denn wenn ich hier schlafe, ne, kriege ich schön hier Luft. Und, kannst. Ja, und ich brauche ein bisschen Luft und so weiter. Ich habe so ein Silbertuch von draußen, mache ich mit zwei Klammern fest. Und dann kann auch keiner reingucken, wenn Licht an ist und ich im Bettchen liege und so ein bisschen chill oder Fernseh gucke. Ich sage das deshalb, weil viele meinen, die Fenster wären nicht wichtig. Also für mich sind die extrem wichtig, insbesondere wenn es warm ist. Ja, generell. Generell tatsächlich. Ja, und was, die Seitenfenster wären für mich negativ. Ja, weil da kommst du sowieso immer gegen und dann geht das Rollo kaputt oder so. Ja, weil ich mich ja dann hier mit dem Kopf nicht anlegen kann. Ne? Also daran habe ich gar nicht gedacht. Ja. Wenn ich wach bin, haue ich immer aus dem Bett ab. Dann haben wir anscheinend andere Schlafgewohnheit. Ja. Andere Wachwertgewohnheit. Aber ich bin tatsächlich auch kein Fan von den seitlichen Fenstern. Weil ich bewege mich viel in der Nacht und das heißt, die Rollos leiden immer drunter. Verstehe. So, machen wir weiter mit unserer Roomtour. Ja. Eine kleine Besonderheit in diesem Jahr ist, dass bei den Startmodellen eine Truma Gas Kombiheizung spendiert wurde mit integriertem Boiler. Dieses Riesenpaket hier ist das besagte Umbauset für die vordere Sitzgruppe. Okay. Da wird nicht einfach nur der Tisch runtergeklappt oder so, da haben wir wirklich ein großes Umbauset dabei. Zubehörpakete gehört natürlich auch noch die Frontscheibenisolierung dazu. So, hier ist der Gaskasten für zwei kleine Flaschen. 5 Kilo in Deutschland oder 7 Kilo in Frankreich zweimal. Wobei man hier auch eine 11 Kilo und eine 5 Kilo reinstellen kann. Ja, das kannst du, darfst du aber nicht. Okay. Ich würde sagen, als Sachkundiger für Gas, mach es bitte nicht. Ich sehe das immer wieder bei Gasprüfungen und muss dann die Kunden darauf hinweisen. Freigegeben ist er tatsächlich für 5 Kilo und 7 Kilo. Ja, ist aber wichtig. Mein Händler hat mich nicht darauf hingewiesen. Ja, das ist schon wichtig. Wenn der Gasschlauch durchhängt, dann kann sich da immer eine Flüssigphase ablagern und dann nimmt der Schlauch Schaden. Ist ja nur wieder so der Unterschied zwischen guten und schlechten Händlern. Ja. So, und was hier noch fehlt, ist die Frühlingsaktionsanhängerkupplung. Richtig. Kommt aber erst Euro. Dran, wenn ihr unterschrieben habt. 190 Euro, Living to Go, Action Pack. Jo, unbedingt mitnehmen. Das habe ich für euch rausgeschlagen. Muss ich dreimal mit dem Essen gehen und immer musste er bezahlen. Aber daher war es okay. Ja, schönes Fahrzeug, auf jeden Fall. Schön schlicht, schön einfach. Nee, einfach finde ich gar nicht. Einfach in der Außendarstellung, meine ich. Das Fahrzeug selber drin, hat alles, was du brauchst, fällt nicht auf. Ja, ist so ein bisschen, man kann überall damit rumstehen, ohne dass man groß auffällt, genau. Das Weiß hat natürlich Vorteile dann in dem, es sieht so ein bisschen aus, also jemand, der sich mit Wohnmobilen auskennt, der erkennt den sofort als Wohnmobil. Aber die Rest der Welt, für den ist das ja ein Lieferwagen. Die gucken ja nicht so genau hin. Toilette haben wir noch, ne? Dann haben wir den Gasauslaster. Das hier ist der Kamin von der Truma. Genau. Da holt er sich die Frischluft rein, bläst die Abgase raus. So. Mal hier noch die Toilette. Ja. Perfekt. Trolley-Funktion. Ich habe ja hier immer mein Wasserschlauch und mein Elektrokabel.
im schnellen Zugriff. Nur so brauchst du überhaupt noch ein Stromkabel? Nee. Also, du bist doch so überdimensioniert, was Solar angeht. Wobei ich tatsächlich schon darüber nachdenke, Elektrokabel woanders hinzulegen. Aber der Vorteil ist halt der schnelle Zugriff. Ne? Ja. Dort rausholen, hier anschließen. Genau. Ja, sehr schön. Jetzt nach der Devise One More Thing haben wir nämlich noch einen kleinen Anhang. Und zwar einen V217, auch wieder in der Start Edition. 55.900 Euro, 6,40 Meter lang. Richtig? Genau, 6,36 Meter exakt. Entschuldigung. Den zeigen wir euch einmal ganz kurz. Der ist nämlich auch in der Frühlingsaktion, auch wieder mit einem großen Rabatt über 7.000 Euro. Im Grunde haben wir alles identisch wie bei unserem kurzen 114er S, außer die zusätzliche Länge. Wir haben hier wäre erstmal der größte Unterschied natürlich, das Badezimmer. Ist nochmal deutlich größer und ohne Schwenk. Genau. Sehr schön, da hat man viel Platz. Ja, und dann haben wir hier natürlich noch den größeren Schrank, der durch die Länge einfach Platz findet. Und unsere Einzelbetten. Da mache ich mal ein bisschen Platz für euch. So. Ja, hier können sich auch große Leute wohlfühlen und hier kann jeder getrennt aus- und einsteigen. Hier haben wir wieder unsere Podestebenen, die wir rausziehen können bis da vorne. Die Lattenröste können wir hochklappen. Hier dran befestigen, damit wir dann große Fahrräder oder anderes Sperriges reinstellen können. Wahrscheinlich ja. Einer der Gründe, warum du immer mehr Wohnmobile auf dem IKEA-Parkplatz siehst. Wahrscheinlich. Und hier gibt es auch wieder eine Living-to-go-Anhängerkupplung, richtig? Für 190 Euro. Perfekt. So, jetzt ist der Schluss. Aber nur, also, ja. Wenn ihr hier aufschlagt und nachweisen könnt, dass ihr Ralfs Kanal abonniert habt. Genau. Ja, Fatih, vielen, vielen Dank für die sehr schöne Vorstellung. Mit dir macht es immer besonders viel Spaß. Danke, dass du dabei warst. Und freue mich aufs nächste Video mit dir. Bis dann. Tschüss.